Was die beste Führungsmethode ist. Wow, ihr stellt Fragen. Es kommt mal drauf an, was du überhaupt für eine Philosophie vertrittst, wie du die Menschen siehst. Ja, also schon 1960 zum Beispiel hat der MIT-Professor Douglas MacGregor zwei Modelle entwickelt. Ja, da ist das MacGregor-Modell X, das sagt, der Mensch ist grundsätzlich unwillig und braucht aggressive Motivation, den muss man knechten, weil von selbst macht er gar nichts. Und dann gibt's das MacGregor-Modell Y, das sagt, der Mensch, der ist engagiert und spielwillig, der möchte von sich aus das Beste leisten, weil er nach Anerkennung sucht und deswegen braucht er eine ganz andere, inspirierende Führung. So, das Interessante ist, die Wissenschaft hat immer wieder festgestellt bei Versuchen, dass es sich bei beiden Philosophien, bei beiden Menschenbildern um sogenannte selbstreferendierende Modelle handelt. Das heißt, je nachdem, an welches Weltbild du glaubst und Ausschau hältst nach den bestätigenden Faktoren und Beweisen, desto mehr wirst du auch davon finden. So, jetzt glaubt einer an das Modell X und findet sich immer wieder bestätigt und führt deswegen auf seine Gutsherrenart, und ein anderer, der glaubt eben an das Modell Y und findet sich da immer wieder bestätigt und führt dementsprechend eben moderner und quantitativ anders. Das war so klar, dass die Frage jetzt als nächstes kommt. Ich habe so Momente, da zweifle ich ein bisschen an der Menschheit. Aber im Grunde bin ich ein Mensch, der sucht eigentlich nach den Höhepunkten und nach den erfreulichen Dingen und nicht nach dem Haar in der Suppe. Obwohl ich natürlich als Manager auch mit anderen Menschen und Situationen umgehen kann. Mein Tipp ist, jede Führungskraft, die merkt, dass sie sich mit dem Führen schwer tut und offensichtlich noch nicht richtig den Kniff rausgefunden hat, die soll mal zu uns ins schöne Österreich kommen, am besten in die Steiermark, und dort eine Eselswanderung mitmachen. Das ist was ganz Nettes. Da machst du eine Wanderung von 10 Kilometern und führst ein Eselchen mit. Der trägt deinen Rucksack, brauchst du selber auch gar nichts zu tragen. Da lernst du eine ganze Menge über Motivation. Weil, versuch mal, einen Esel zu etwas zu motivieren, das der gerade nicht will. Beispiel, der Esel bleibt irgendwo stehen, weil das Gras so schön ist oder weil da ein Blümchen ist, was man fressen kann, oder weil was erschreckt hat oder weil er einfach nicht mag. So, jetzt probier den mal zu motivieren, indem du ihm anschubst oder ziehst, beschimpfst, ihm drohst, ihn anschreist. Oder was du hoffentlich nicht machst, den trittst oder schlägst. Da wirst du sehr schnell merken, dass diese Art von Führung und Motivation an Grenzen stößt, weil der Esel ist immer stärker. So. Und dann versuch's einfach mal, indem du dem Eselchen eine Karotte hinhältst, ihn streichelst, ihm gut zuredest, und dann wirst du erleben, dass diese Art von Motivation ganz anders wirkt. Aber nicht nur bei Eseln, sondern auch bei Menschen. Thank you.